Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Tunic. Ja, in der letzten Folge haben wir leider gegen den Erben, ich sage mal, gekämpft. Kämpfen konnte man das ja echt nicht nennen. Wir haben eher kläglich verloren. Und was soll ich dazu sagen? Aua! Ja. Genau, kläglich verloren hatten wir und sind offenbar gestorben. Wir sind jetzt in der Geisterwelt und wir müssen uns unser Weg ins Kloster vermutlich bahnen. Die Viecher, wa? Okay, beim Kloster gibt es offenbar eine Geisterbrücke. Okay, wieder so eine hässliche Krähe. Ich weiß aber echt noch nicht, was es auf der... gehabt. Ach stimmt, hier rechts war ja auch noch so ein Friedhof. Okay, wir können noch mal eine Flasche bekommen. So, ganz ehrlich, hier war doch noch eine Truhe. Noch eine Münze. Okay. Dann reicht's, oder? So, wir haben jetzt einen großen Pfeifenzeiß sich wieder hier. Doch nicht. Okay, okay. Dacht schon. Yeah.
Oh Gott, echtes. Abkürzung freigeschalten. Sehr schön. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen gleich ordentlich auf den Sack. Einen neuen Slot freigeschalten. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Wenn es irgendwo mal eine Beschreibung dazu geben würde, wäre es schön. Der Statue runter. Allerdings geht's raus. Aber dazu müsste es auch erstmal irgendwo reingehen. Oh nee. Vergessen zu aktivieren. Ich hasse die Gegend. Sehr gefährlich. Jetzt, wo wir auch wissen, was in diesen Säulen drinne steckt, habe ich eigentlich auch immer so ein ungutes Gefühl, ne? Dass wir wahrscheinlich welche von unserer eigenen Art komplett ausnutzen. Aber das gehört leider wohl zur Story dazu. Hallo, ich will da runter. Wie komme ich denn? Würde ich denn da unten runter lang kommen? Ich muss ja sagen, offenbar nur, wenn ich wirklich da unten lang laufe. Nochmal schnell.
Hinten rum wahrscheinlich nicht. Vorne durchs Wasser auch nicht. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Was war das sonst? Na gut, wir gehen einfach mal hier rein. Wird schon seinen Sinn haben, dass wir hier lang laufen können. Ach, guckt mal. Da gab's eine Treppe. Eine Leiter, meine ich. Hier geht's ja nicht lang. Ja, ich will nur noch mal schnell gucken. Stimmt, da ist ja so ein Mauer ringsherum. Das ist doch ein Heldengrab, wie komme ich denn da hin? So, warte mal, ich muss den Linz, oder muss ich da hochschweben? Schub, schweb, schub, schub. Irgendwie dann da oben mal lang schweben. Gut. Aber die Fähigkeit haben wir noch nicht. Kathedrale. Oh nein. Ich schaffe wieder nie im Leben jetzt hier, was ich hier machen soll. Ich muss zur 8. Irgendwas. Ich kann es aber immer noch nicht lesen, den Mist. Okay. Thank you.
Ja, mal. Sind wir ganz oben? 10, irgendwas mit einer 3. Keine Ahnung, was wir hier machen. Abkürzung hier schon. Das machen wir. Das ist schon mal gut. Diese kleine Drecksäcke. Es gibt agile Varianten und nicht so agile von den Typen, okay. Ich habe die Befürchtung, wir müssen irgendwie südlich irgendeinen Scheiß aktivieren können. Wie kommen wir hier noch nicht mal weiter? Boah, Alter, echt jetzt. Das macht ihr euer Ding. Und mal weiter. Die verfolgen ihn ja. Lass mich in Ruhe. Was ist denn eine Sauerei ist das da hier? Jetzt gucken wir erstmal, was die Abkürzung hier bringt. Da unten war die. Och nö. Gut zu wissen. So, Freunde, wir gucken uns einfach nochmal oben um. Und leider sind wir dann noch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Ja, und ich bin auch mit meiner Aufnahmesession dann leider schon durch. Dementsprechend dauert das dann wieder, zumindest von meiner Seite aus, ein paar Tage, bis es weitergeht. Alter, die sind echt gewieft. Aber wir haben ja mal die Bomben, wir testen sie mal aus. Handbomben, ob die was gegen die Geister bringen. Sonst, wir könnten die ja noch einfrieren, die Typis. Wow.
Alle für sich, bringen die Brandbomben was? Man sollte nur auch mal den Scheiß einsammeln. Gut, machen wir noch schnell. Ach ja, der Zauberstab ist schon was Schönes. Oh nein, Jesus! Kreuz genagelt. Naja. Ist bestimmt nicht schön für dich, Freundchen, wa? Wie geht's denn weiter? Okay. Oh nein, er ist weg. Ja, Freunde. Ganz ehrlich, das machen wir dann definitiv erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Tunic. Ich bedanke mich jetzt wie immer recht herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr schreibt das in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ansonsten wäre ich über Hilfe von euch nicht abgeneigt, denn es kann ja sein, dass ich doch mal irgendwo was verpasst habe. Ich sag nur noch ciao, ciao, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und wir speichern und bis dahin.